Hartwig, schön, dass wir heute die Zeit gefunden haben, über ein paar HR-Themen zu plaudern. Ich freue mich, Barbara, und hoffe, dass wir das in Zukunft öfters haben werden. Hartwig, wir sitzen hier im Headquarter im Zentrum von Wien mit Blick in unsere Länder. Rund 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für und in der VIG. Ja, also für mich immer beeindruckend einerseits, wenn man denkt, in wie vielen Ländern und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Vienna Insurance Group arbeiten. Mich macht es einerseits demütig, zum anderen ist ein großer Respekt dahinter, aber ich denke auch stolz, dass wir die Chance haben, mit so vielen Leuten in so vielen Ländern aktiv zu sein. Mich erfüllt es mit Stolz und Freude, dass wir hier im Head Office so viel auch für unsere Gesellschaften bewirken können und umgekehrt auch die Gesellschaften mit uns gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark, Hartwig. Ja, wir sind stark, weil wir unglaubliche Vielfalt haben. Ja, 30 Länder, 50 Versicherungsgesellschaften, vorher angesprochen 29.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so wie du sagst, in der Verantwortung stehend, sozusagen in der Zusammenarbeit, aber letztendlich ja auch in unserem Versicherungsgedanken, in der Verantwortung für die Gesellschaft in all den Ländern, wo wir tätig sind. Wir können so viel voneinander lernen. Wir haben tolles Know-how in unseren Häusern, in allen Gesellschaften, in, in unseren Departments, in den HR-Abteilungen. Also im Sinne der Vielfalt ist es nahezu grenzenlos. Ja, wenn man denkt, wie viele Funktionen, wie viele Bereiche wir in all diesen Gesellschaften haben in unserer Gruppe, um dann noch die Chance zu haben, auch diese Innovation, ja, auch diese Möglichkeit des Austausches zu nutzen und das zu vervielfältigen, ist nahezu ein, eine unendliche Möglichkeit in der Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Und das ist für unsere Zukunft natürlich besonders wichtig. Ja, das Entscheidende ist, dass wir auch im Rahmen der Nachhaltigkeit als gesamthafte Thematik für unsere Gruppe die Möglichkeit nutzen, diese Beiträge unserer Mitarbeiterinnen entsprechend einzubauen und damit auch gemeinsam wachsen. Wir sind als Arbeitgeberin sehr stolz darauf, so starke und stabile Wurzeln zu haben. Wir bieten damit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Stabilität auch in sehr stürmischen Zeiten. Ja, ich denke, es ist auch ernennenswert, dass in dem Rahmen ja auch HR aus der Gruppe immer die Bestätigung bekommt, extern im Zuge von Awards, Auszeichnungen, dass wir im Bereich Recruiting, auch Mitarbeiterentwicklung durchaus sehr positive Beispiele haben. Und ich denke, das gilt es auch für die Zukunft entsprechend zu stärken. Wir befassen uns in unserer Personalarbeit sehr stark mit den Anforderungen des neuen Arbeitsmarktes und natürlich mit den wechselnden Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden. Generell kann man sagen, die VHG und die Gruppe hat sehr viel zu bieten. Was ist dir persönlich besonders wichtig? Also ich denke, jeder, der in unsere Gruppe kommt, egal in welcher Gesellschaft, in welchem Land, soll die Chance haben, sich selbst zu entfalten und zu entwickeln. Das heißt also, es braucht auch die Flexibilität äh, in der Funktion und vielleicht darüber hinaus auch sich entwickeln zu können. Und besonders wichtig natürlich auch die Kreativität, die Innovation, die wir in die Wirkung für die Gruppe bringen wollen. Und dafür wollen wir auch unsererseits, denke ich, die Chance geben, auch im Sinne einer Life Balance die Arbeit und auch sozusagen das private Leben in einer guten und vernünftigen Form zu handeln. Welche Bedeutung hat die Personalarbeit für dich im Unternehmen? Also ein Unternehmen. Ist nur so gut wie die Menschen, die darin arbeiten und ihre Funktion in die Wirkung bringen. Und so gesehen ist Personalabteilung verantwortlich in Wirklichkeit für alle Bereiche des Unternehmens, egal ob im IT-Bereich, im Vertrieb, in der Versicherungstechnik. Und so gesehen hat HR auch eine strategisch relevante Komponente für alle Gesellschaften in unserer Gruppe. Wir haben in einer tollen Co-Kreation mit unseren Gesellschaften das neue Kompetenzmodell entwickelt. Darauf basieren alle unsere HR-Maßnahmen und die Kompetenzen unterstützen natürlich auch unsere Werte. Wir stärken damit den Innovationsgedanken und natürlich die Kundenorientierung. Also ich finde es ideal im Verständnis auch, dass unsere Gruppe ja diese Gemeinsamkeit und das Wirken des Zusammenarbeitens in den Vordergrund stellt. Und wir haben ja auch im strategischen Rahmen jetzt den Schwerpunkt mit CO3 gelegt, wo wir über Kommunikation, Kollaboration, Zusammenarbeit und Kooperation einen Ansatz wählen. Und das passt perfekt zusammen mit diesem ja auch schon, wie du sagst, gemeinsam entwickelten Kompetenzmodell. Was macht für dich eine gute Führungskraft aus? Also ich glaube, der wichtigste Ansatz ist, äh, zugänglich zu sein für das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegt und gleichzeitig zu fördern, aber dann auch entsprechend in der Führung zu fordern. Und ich denke gerade die Führungsprogramme, die VIG HR in dem Bereich äh, jährlich auch entsprechend durchführt, geben eine gute Grundlage dafür, auch dann im Austausch zwischen den Gruppen und mit der Vienna Insurance Group auch diese Themen in die Wirkung zu bringen. Und was motiviert dich als Führungskraft? Also am stärksten motiviert mich die Chance, Dinge zu gestalten, zu entwickeln, gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen. Was möchtest du Nachwuchstalenten als Rat mitgeben? Also, ich glaube, das Wichtigste ist, aktiv zu sein. Ja, auch bereit zu sein, über die eigene Expertise und die konkrete Funktion hinaus, sich einzubringen, Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, das Wichtigste ist, aktiv auch auf die Führungskräfte oder die jeweiligen Verantwortlichen zuzugehen, um sich klar zu positionieren im Interesse der Weiterentwicklung wir bieten seit langem eine Vielzahl von Trainingsangeboten mit renommierten Partnern an und gehen damit auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen ein. Was ist dir besonders wichtig daran? Also zum einen vorweg begeistert mich das Angebot, das von Seiten HR in dem Bereich gelegt wird und ich denke jeder von uns hat nicht nur den Bedarf, sondern auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Und so gesehen hoffe ich, dass alle diese Möglichkeit auch nutzen und sich in diesem breiten Angebot auch entsprechend weiterentwickeln wollen. Wir haben gerade unser Expertenberufsbild überarbeitet. Das ist uns besonders wichtig, weil wir dadurch Experten eine Alternative zur Führungskarriere bieten wollen. Also für mich äh, sehe ich die Chance, sowohl in der Expertenfunktion als auch in der Führungsfunktion, sich persönlich entsprechend weiterzuentwickeln. Und auch aus eigener Erfahrung, glaube ich, wird es immer ein positives Zusammenspielen sein, das uns in der Gruppe weiterbringt. Danke für den Austausch und wir sehen, wir denken in die gleiche Richtung. Wir haben noch viel, das wir gemeinsam bewegen werden. Danke.